ich in die Spur ging, da habe ich auch gezittert. Und das ist beim Springen so, und das ist in Parallele auch zum Konzertieren, beim Dirigieren, das vorher ist das Schlimmste. Sobald mir in die Spur geht oder wenn ich ans Pult gefahren, dann bin ich in der Musik und dann ist dieses Lampenfieber eigentlich weg. Und beim Springen ist so, man geht in die Spur und es fängt ein Automatismus an, weil es beschleunigt ja. Das kann man gar nicht verhindern. Man kann nicht zurück. Man muss nach vorne. Das heißt, man ist gezwungen, in der Gegenwart zu leben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich kenne keine andere Sportart, wo der Zwang so extrem ist. Anton Zapfs Leben ist von Beginn an geprägt von zwei großen Leidenschaften, der Musik und dem Sport. Heute ist er ein musikalischer Überflieger im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Anton Zapf ist heute mit 72 Jahren ein international anerkannter Dirigent und Komponist und 15-facher Skisprung-Weltmeister der Senioren. The world champion is Anton Zapf. Also ich habe dann 2007 war das in Hinterzarten mit 56 Jahren zum ersten Mal Gold gewonnen. Ja, das war ein ganz tolles Gefühl, vor allem der Sprung aber. Also mir ging es nie so um das Medaillen und Gewinnen. Das ist natürlich schön, wenn man gewinnt, aber wenn man jetzt einen guten Flug hat, und das kriegt man nicht so oft hin, jetzt als Masterspringer, als Amateur eigentlich, das Gefühl auch, ob das im Training, im Wettkampf ist, noch schöner, wenn das passiert, aber das an sich, das Gefühl des Fliegens, das war natürlich irgendwie schon magisch. Ihren Anfang hat die Leidenschaft hier im Fichtelgebirge genommen. Im Winter baute Anton mit anderen Kindern kleine Sprungschanzen aus Schnee. Schnell wurde ihm klar, er möchte auch von den großen Schanzen springen. Das war ja damals ganz anders, ne? Also damals war Parallelstil und die Schanzen, wie man das im Bischofsgrün vergleicht, wie es damals war, ne? Da war ja diese Mattenschanze, war eine K50, die ging über den Forstweg drüber. Die Matten fingen bei 25 Meter an. Vorher war also diese Forststraße, der Schanzentisch war 6 Meter hoch für eine K50. So etwas gibt es heute gar nicht mehr. Und ich hatte dann zwei sehr schwere Stürze im Bayerischen Wald. Und dann bin ich aber noch gesprungen danach und habe gemerkt, dass da was im Hinterkopf ist. Also war eine Blockade. Ich habe gemerkt, da muss ich sehr viel trainieren, um das rauszukriegen. Dann kam das Abitur, Musikstudium, ich habe das abgeschrieben. Ich habe gedacht, das ist für mich vorbei jetzt. Musik und... Die Liebe zur Musik entdeckte Anton Zapf durch seinen Vater, der selbst begeisterter Hobbymusiker war. Um seinen Kindern den Zugang zur Musik und einer guten Ausbildung zu ermöglichen, zog er mit seiner Familie nach Regensburg. Das war für mich jetzt ein Glücksfall, weil da gibt es einfach eine großartige musikalische Ausbildung. Also bis zum Abitur war ich dann dort, habe dort Klavierunterricht und Orgelunterricht vor allem bekommen. Die Orgel war von Anfang an, also als Kind schon hier im Fichtelgebirge, etwas, wo ich sozusagen besessen war. Also ich wollte unbedingt Orgel spielen lernen. Nach diesen 9 Jahren bei den Regensburger Domspatzen, dann habe ich studiert Schulmusik mit Hauptfach Orgel, wie gesagt, und dann anschließend Kapellmeisterstudium. Also ich habe im Schulmusikstudium das Dirigieren erst entdeckt. Das ist also im Gegensatz zu Orgel, das war von wirklich von 2, 3 Jahre alt, zum ersten Mal in der Kirche und so ungefähr,
Und die Orgel, ich wollte nie rausgehen, bevor der letzte Ton verklungen war. Das war in mir drin. Ich habe schon viele Konzerte gespielt, auch international. Ich habe zum Beispiel mit Anfang 20, ich glaube 22, war ich auf der Bruckner Orgel in St. Florian konzertiert, ein großes Konzert gespielt. Und das heißt, wenn man jetzt als Solist ein Instrument spielt, dann ist es anders als im Orchester. Man übt ja immer alleine. Und das habe ich dann schon bald 10 Jahre gemacht, dann zum Ende des Schulmusikstudiums hin. Und es war mir klar, dass das nicht mein ganzes Leben diesen Weg gehen werde. Weil mir das mir hat gefehlt, das soziale Element, der Umgang mit Menschen. Und das ist natürlich beim Dirigieren ganz anders. Wie in fast allen künstlerischen Berufen ist auch eine Karriere als Dirigent nicht leicht. Doch das Schicksal spielte Anton Zapf in die Karten, als in Stuttgart Dirigent und Co-Dirigent ausfallen. Es hat dann eine Ensemblesprecherin gesagt, das Ensemble, die wollen, dass ich dirigiere. Und dann habe ich das bekommen, also die kamen plötzlich in die Kantine 2 Tage vorher, kannst du übermorgen Figaro dirigieren? Ich sagte, ja, sofort. Also ich habe eigentlich mir das erhofft und dann bin ich eingesprungen und kurz gesagt, ich habe dann ohne Orchesterprobe, also zum ersten Mal eine Oper dirigiert an der Staatsoper Stuttgart, das ist schon sehr ungewöhnlich, und habe riesen Erfolg gehabt, habe aber ganz anders dirigiert, als einstudiert war. Also ich habe mit den Sängern proben können, aber nicht mit dem Orchester, und ja, so fing meine Karriere an. Also ich bin sehr viel rumgekommen nach diesem Preis, nach diesem Debüt in Stuttgart, dann kam gleich am nächsten Tag, als ich da für den Figaro eingesprungen bin, dann wollten die mich gleich woanders hin engagieren, also als ersten Kapellmann, zweites habe ich aber nicht, weil ich habe ja angefangen, ich wollte da bleiben natürlich. Und dann der Preis in Katowice hat mich dann nach Polen gebracht und dann ging es weiter nach Dänemark mit einem Konzert. Also da fing das an, dass ich angefragt wurde, und ja, das ging dann immer so weiter. Also mittlerweile habe ich knapp 70 Orchester in 17 Ländern inzwischen dirigiert, also auf 4 Kontinenten. Zu Hause in der ganzen Welt. Doch eines hat ihn nie losgelassen, die Liebe zum Wintersport. Und genau die wurde nach einer langen Zeit in seiner Heimat im Fichtelgebirge wieder entfacht. Und dann vergingen 25 Jahre, also da war ich etwa 43 Jahre. Also es war 1994, weiß ich noch genau, da habe ich eben das Plakat gesehen, das Skispringen, Sommerskispringen im Bischofsgrün, und da war ein Springer im Parallelstil drauf, und da dachte ich, ja, da muss ich jetzt mal hin und das schauen, wie das da ist, ob die noch parallel springen, ja genau. Und dann bin ich hingefahren und dann habe ich gesehen, eben die Schanze, wie sie heute ist. Also Schanzentisch noch so, weiß nicht, so 1,5-2 Meter hoch und eine Brücke drüber, inzwischen K60, alles geworden, also 10 Meter weiter als damals. Und das hat für mich dann relativ harmlos ausgesehen. Und ich habe gesehen, dass die meisten natürlich im V gesprungen sind. Und das hat mich unheimlich gereizt. Dann habe ich gedacht, wer ist denn da hier der Trainer und jetzt so? Und das war der Günter Göllner von Warmensteinach, der damals, als ich jung war, war der so ein Spitzenspringer. Und der hat dann gesagt, ja, also Material ist da, am Dienstag ist Training. Und ein paar Tage später habe ich angefangen, bin erstmal auf einer kleinen Schanze und so weiter. Und was aber entscheidend war, über die Frage überhaupt dann wieder anzufangen für mich, weil der Trainer hat gesagt, du kannst schon wieder springen, aber du wirst nie das V lernen, weil das war das, was mich eigentlich daran am meisten gereizt hat. Und dann habe ich mir gedacht, na, das werden wir schon sehen. Und dann habe ich das Buch aufgeschlagen, einfach gefragt, was ich manchmal mache, einfach um eine Antwort gebeten. Das heißt ja die Antwort der Engel, das Buch. Ne? Und dann habe ich aufgeschlagen,
Es gibt nichts Unmögliches. Unmögliches gibt es nicht. Mache ich Zugang und sage, okay, dann springe ich wieder. In den 90er Jahren wagt Anton Zapf wieder den Schritt auf die Schanze, lernt die neuen Techniken und siegt auf ganzer Linie. Bei den International Masters Championship holt er sich bis heute insgesamt 15 Medaillen. Viele wissen das gar nicht, dass es diese Masters-Bewegung gibt, weil am Fernsehen sitzen natürlich immer die Jungen, obwohl das jetzt natürlich, das ist auch Zeitenwende in verschiedener Hinsicht, seit einigen Jahren so, dass auch wie der Kasai zum Beispiel, der ist jetzt glaube ich schon 50 oder was, er springt immer noch. Also ein Profi, der so lange springt, das gab es vor 20 Jahren nicht. Das heißt, die werden auch immer älter. Der Amann ist jetzt auch, springt immer noch, der ist auch über 40 schon. Also die Menschen werden natürlich heutzutage älter und sind fitter insgesamt. Das heißt, das erweitert sich nach oben. Aber die Masters-Bewegung gibt es schon lange. Also vor allem in Norwegen und Finnland, da sind die großen Mastersgruppen. Immer wenn ich dort bin, merke ich, das ist ein bisschen normal, dass man Ski springt. Also viel mehr als hier. Hier ist es so, ja, schon noch ein bisschen aus der Welt, so für manche. Let's jump and fly and die Reaktionen sind verschieden. Es gibt manche, die das wirklich bewundern, die sagen, die können sie das nie, nicht für alles Geld der Welt da runter zu springen. Das sind die einen. Davon gibt es schon ziemlich viele. Dann andere, die finden das einfach bekloppt. Also sie finden, der muss ein bisschen verrückt sein oder spinnt. So. Ja, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre springe, aber ich habe keinen festen Plan da. Ich werde sofort aufhören, wenn ich merke, dass bevor jemand sagt, dass man es lieber bleiben lässt. Aber bis jetzt sind die Reaktionen noch anders. Die Gegenwärtigkeit, also was ich vorher schon mal gesagt habe, dass man gezwungen ist, in der Gegenwart zu leben, sobald man in die Spur geht, ist einfach gesund, ist eigentlich auch das, was erstrebenswert ist im Leben, weil man kann nur in der Gegenwart glücklich sein kann.